Der Schneeleopard gehört zu den gefährdeten Tieren hier in Zentralasien. Es gibt aber einige Naturschutzorganisationen, die sich für den Erhalt der vom Aussterben bedrohten Tiere einsetzen. Hier auf dem internationalen Schneeleopardenforum in Bischkek treffen sich die Naturschutzorganisationen und stellen ihre Projekte vor. Und der NABU ist auch hier. Bevor wir mit der Schneeleopardenreferentin des NABU sprechen, wollen wir uns aber erstmal deren Projekt anschauen. 3 Autostunden von Bischkek entfernt erstreckt sich der Issyk-Kul zu Füßen des Tian Shan-Gebirges. Die Berglandschaft um diesen zweitgrößten Gebirgssee der Welt ist der Lebensraum des Schneeleoparden. Gut versteckt in einem abgelegenen Tal befindet sie sich, die Schneeleoparden-Reha-Station des NABU. Wir sind hier auf etwa 2000 Meter, etwa 40 Minuten vom Ufer des Issyk-Kul entfernt. Hier hat der NABU seine Schneeleoparden-Reha-Station. Der NABU hütet diese Station wie ein großes Geheimnis. Zu wertvoll und zu kostbar sind diese Tiere, um die sich hier gekümmert wird. Jetzt um 7 Uhr ist aber erstmal Essenszeit. Auf dem Speiseplan steht Esel. Wildhüter Alexei hat ihn kurz bevor wir ankamen noch geschlachtet. Die Schneeleopardendame Al-Su ist einer von 3 Schneeleoparden, die hier gepflegt werden. Eine Wildererfalle beraubte sie einer Pfote. Ein Überleben in der freien Wildbahn seitdem undenkbar. Und so ist Al-Su bereits seit 15 Jahren im Gehege des NABU und durchlebt bereits ihr zweites Schneeleopardenleben. Älter als 8 bis 10 Jahre werden die Tiere in freier Wildbahn nicht. Trotz guter Versorgung gelingt eine Auswilderung der Tiere nur selten. Zu schnell gewöhnen sich die Tiere an die komfortable Umgebung, zu lange dauert die volle Genesung der Tiere, wenn sie überhaupt möglich ist. Zum Abschied am nächsten Morgen gibt uns Alexei noch einen Wunsch mit. Er möchte ein Kirgisistan, in dem diese schönen Tiere leben können, ohne gejagt zu werden. Wilderer sollten auch wirklich bestraft werden, damit sie verstehen, dass es falsch ist, was sie machen. Bei mir ist jetzt die Schneeleopardenreferentin Irina Muschek vom NABU. Wie kommt es, dass der NABU sich für Schneeleoparden engagiert? Wie kam das? Der NABU arbeitet als mitgliederbasierte Organisation und unsere Mitglieder liefern uns die Ideen, wo wir aktiv werden können. Und einige dieser Mitglieder oder ehemaligen Mitarbeiter waren durch persönliche Kontakte in Kirgisistan und haben da etwas aufgebaut. Und das hat sich immer weiterentwickelt und so ist in Kirgisistan eine NABU-Filiale entstanden und die beschäftigt sich heutzutage vornehmlich mit Schneeleoparden, weil Kirgisistan ein Hochgebirgsland ist, in dem Schneeleoparden vorkommen und wir gesehen haben, dass diese Tiere aber sehr stark zurückgegangen sind und deswegen engagieren wir uns in Kirgisistan. Der Schneeleopard hat an sich eine ziemlich starke Lobby, also in der Tat eine ziemlich starke Lobby. Wie kommt es, dass gerade der Schneeleopard so eine starke Lobby hat und nicht vielleicht zum Beispiel die Salga-Antilope? Ja, ich gehe einfach davon aus, dass diese starke Lobby da ist, weil dieses Tier sehr viele Emotionen hervorruft. Salga-Antilopen auch, aber der Schneeleopard eben stärker, weil er lebt wild und frei in einer extrem unwirtlichen Umgebung und das löst beim Menschen einfach Ehrfurcht aus vor dieser Lebensweise. Und noch dazu haben Schneeleoparden unglaublich faszinierende Augen, wenn die einen anschauen, da ist so viel Graz hier drin und Respekt und Königlichkeit oder wie auch immer man das nennen mag. Also ich denke, das ist einfach das Sehen von Schneeleoparden extrem viel Emotionen auslöst und deswegen haben sie eine sehr starke Lobby. Ja. Neben den Emotionen, die sie auslösen, was offensichtlich ist, hat der Schneeleopard eigentlich auch auf die Ökosysteme, in denen er lebt, einen großen Einfluss oder ist das eher marginal? Nein, er hat natürlich die Top-Position im Ökosystem. Er ist der Top-Predator, also es gibt ja eine Nahrungskette in der Natur und der steht eben oben an der Spitze dieser Nahrungskette und ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein von Hochgebirgsökosystemen, genau wie der Wolf in Deutschland. Und wie sehen Sie die Zukunft des Schneeleoparden hier in Kirgisistan oder generell auch in Zentralasien? Ja, wir befinden uns hier jetzt ja gerade auf dem internationalen Schneeleopardengipfel, auf dem zweiten Schneeleopardengipfel. Und
Es ging hoffnungsvoll zu in den letzten 2 Tagen. Es haben sich Wissenschaftler ausgetauscht. Es sind die Ländervertreter aller 12 Verbreitungsstaaten des Schneeleoparden. Das zieht sich von Bhutan über China, Mongolei, Russland bis hier nach Kirgisistan und Turkmenistan hinein. Die sind alle zusammengekommen und zeigen Flagge und wollen etwas tun. Und das gibt mir die Hoffnung, dass tatsächlich auch in Zukunft wir noch Schneeleoparden auf dieser Erde haben werden.